Du bist noch immer am Essen. Ich bin noch immer am Essen. Hallo. Hi. In die neue Woche und hallo aus Lafrio, aus vom Festland. Festland, Griechenland. Erster Tag und man sieht's, wir sind der Tag gut durchgekommen. Ne, das sieht man nicht. Ja doch, die Sonne steht tief. Die Sonne steht abend. Tief. Wir sind ja heute Morgen ganz früh um 6:45 oder 6:30 mit der Fähre angekommen. Ja. Hatten eine erstaunlicherweise entspannte Überfahrt. Wir sind ja die ganze Nacht gefahren und hatten keine Kabine und wir hatten schon Angst, dass wir die ganze Nacht nicht schlafen können. Erstaunlicherweise. Also wir hatten eine Hängematte dabei. Ja. Wir haben einen super Platz gefunden für Hängematte und dann noch die zwei Yogamatten übereinander für auf dem Boden. Und gefühlsmäßig dachte ich, habe ich nicht gut geschlafen. Aber dann dachte ich irgendwann, ach, jetzt schaue ich mal auf die Uhr. Und dann dachte ich, ja, bestimmt ist 2 oder so und ich muss noch so lange durchhalten. Und dann war es einfach 6 Uhr und man hat schon Land gesehen. Ja. Dann ging es eigentlich auch schon relativ schnell Richtung Auto, ja, und Autodeck und aufs Fahren. Ja, also das ging echt flott, das war echt gut. Und jetzt haben wir einfach einen sehr entspannten ersten Tag verbracht. Ja, wir sind nur 6 Minuten weitergefahren in die nächste Bucht. Genau, genau, in der nächste Bucht. Und da schauen wir eigentlich den ganzen Tag schon die Bötchen an, wie sie heute Morgen und Mittag eigentlich alle rausgefahren sind. Sie würden hier so... Sie wurden hier so auf Hänger vorgefahren, ins Wasser gefahren und sind dann alle losgedüst und jetzt kommen sie alle eins nach der anderen wieder zurück. Groß, klein, alle Formen und Größen. Also ist echt lustig anzuschauen. Ja, ist echt was los hier. Geht immer was ab. Ja, und so sieht es aus. Wir sitzen hier schön und da wurden die Boden aufgeladen, direkt vor unsere Nase. Also, richtiges Fernsehen. Richtiges Fernsehen hier. Und von alle Richtungen kommen die Boote angefahren. They call me sassy when I'm strolling down the street. They call me classy when I'm serving just the best. I can be deadly when I find somebody lovely. And now I'm ready like a kitty in a dress. Don't call me mean, I just want someone to love me. Someone to lick my wounds and kiss my aching body. My desperation knows no termination, baby. Now would you love me if I were somebody else? Wish I had a tail. Wish I had a tail. Cause if I did, then I would swing it, be swinging it in front of you. If I had a tail. If I had a tail. Yeah, if I did, then I would swing it, be swinging it in front of you. I would swing it to the beat, I'd be a mover. And everyone be jealous of my tush. I just wanna be the one that makes you true. No, I'd be a super duper cool, not a smooth. Guten Morgen aus Luzza oder Nisakia. Ja, sowas. An dem bekanntesten Surfspot oder Windsurf-Kitesport von Athen oder in der Nähe von Athen. Ich hatte gestern eine richtig schöne Abendsession, bis die Sonne weg war. Es war herrlich. Und du freust dich jetzt auf eine Starkwind-Session? Freuen, und das ist ein Muss, weil die Menthemi ist full on da. Es bläst über 30 Knoten. Ja. Und ja, es du geht. Du brauchst das kleinste Material, ne? Ja. Ich guck besser zu. Gestern war auch schon, übrigens, so viel. Ich spüre schon eher ein bisschen steifen Nacken, so eine Art Whiplash bekommen. Aber, also, das kenne ich. Mein Körper braucht halt ein bisschen aufwärmen. Frühstücken. Schauen wir mal. Ja, und so stehen wir übrigens direkt am Wasser. Wir schauen hier den Windsurfern schon zu, die auf dem Wasser sind. Es blendet ja ein bisschen, weil die Sonne steht noch voll von vorne. Genau, ein bisschen Gegenlicht. Ja. Aber es ist schön und wir stehen für das, wie stark es windet, richtig ziemlich ruhig. Gut, ja, das ist aus dem Wind. Geil. Also wir stehen mit Blick aufs Wasser, super ruhig und es bläst einfach. Und staubt nicht rein. Ja. Das finde ich auch immer gut. Also einfach mega hier. Also ist echt gut. If I had a tail,
just want someone to love me, someone to lick my wounds and kiss my... So, Kai macht sich jetzt gerade auf dem Weg ins Wasser, da läuft er mit seinem Wing. Und ich werde mich jetzt mal da nach vorne setzen und ein paar Aufnahmen machen. Also, viel Spaß beim Zuschauen. This is the hour, the darkest place. Dante's Inferno, the devil's maze. It's a good world. Hey Schatz, sah richtig stark aus bei dir, Wingen. Ja, war ging mega. Richtig gut. Ja. Das erste Mal die doppelten Drehungen probiert. Ja. Und sah schon richtig, richtig gut aus, muss ich sagen. Ja, es kommt, es kommt. Ja. War auf jeden Fall echt cool, Spaß, aber auch ein bisschen beängstigend. Das glaube ich. Und du machst dich schon wieder fertig? Ja, der Wind bläst noch immer volle Kanone und ich habe das Windsurfmaterial aufgebaut. Das ist lang her, ne? Das ist lange her. Ich glaube, es wird auch zu groß sein, aber... Wir haben nichts Kleineres. Wir haben nichts Kleineres. Wir gehen einfach mal so raus. Ja, du. Ja. Ich ja nicht. Helfen, ihn? Okay. Danke. Ich würde sagen, pass auf. Ja. Ich beobachte dich. Mach ein paar Bilder, Videos. Schön. Da liegt das Material. Ja, ich habe glaube ich das große Segel von allem, weil ich habe bisher das größte, was ich gesehen habe, dass sie gefahren sind, ist ein 3-6er und ich habe einen 4-0er aufgebaut. Ne? Und ich glaube, da sind deutlich schwerere Leute draußen unterwegs wie du. Naja, auf jeden Fall aufpassen, nichts riskieren und Spaß haben. Ja. Also, wenn Kai schon das kleinste Material braucht, dann sieht es für mich eher schlecht aus. Ich würde überleben, denke ich, aber Spaß ist dann was anderes. Deshalb schaue ich einfach lieber zu und es ist auch besser, weil ich habe mir bei meiner Wing-Session meinen Fuß ein bisschen aufgeholt am Stein.
Da habe ich so einen Cut und das lasse ich lieber mal schön heilen. Weil wenn ich einfach immer aufs Wasser gehe, dann dauert das einfach ewig und da habe ich keine Lust drauf. Und da es eh so viel Wind ist, mache ich es lieber entspannt. Tonight we're running on the right track. Na? Geht's ja. Noch nach so langer Zeit? Ja, geht noch. Sah richtig gut aus. Macht Spaß und ist einfach schön auch mit dem Windsurfen raus. So, war harte Arbeit, aber auf jeden Fall spaßig. Sehr spaßig. Schön. Dann essen. Essen jetzt, aber wir haben kein Brot, hast du gerade gesagt. Ja, oder wir machen was anderes. Was hast du vor? Was zu machen? Irgendwas mit Nudeln. Guten Morgen! So starten wir in den neuen Tag mit Wassermelone. Jeder in Hälfte? Zweites Frühstück schon. Stimmt, es ist schon zweites Frühstück. Jeder in Hälfte und dann wird es so schön ausgelöffelt. Mhm. Am einfachsten. Ist ideal, ne? Ist am einfachsten. Deshalb brauchen wir immer die kleinen. Die großen sind zu groß. Ja. Und das gibt uns dann wieder Kraft für die nächste Session auf das Wasser, weil es windet wieder. Das Surfen erwartet uns. Aber anderes Spot. Anderes Spot, sehr schöner Spot. Mit Schildkröten. Riesenschildkröte haben wir gesehen, stimmt. Gestern Abend zwei Riesenschildkröten gesehen. Ja. Anscheinend, ich zeig's euch mal. Ja, weil so stehen wir hier am Ende so ein Sackgasse, da sind Hotelanlagen und hier haben wir dann geparkt und das ist der Ende von so einem Bucht, das geht in so einen Sandstrand, ganz so Untiefe und da so Öffnung zum Meer raus, da ist dann der Wingspot und die Schildkröten kommen hier rein und schwimmen durch zum Flachwasser am Strand, um dann ihre Eier zu legen, hat wohl hier der Besitzer vom Surfschool erzählt. Und deswegen sieht man hier dann so viele Schildkröte vorbeifahren. So ein wenig Vorsicht mit dem Foil unter Wasser. Also wir sind ein bisschen immer angespannt am Fahren, aber die meinen, das ist wohl kein Problem, passiert nicht so schnell was. Hoffen wir da mal. Naja. Ah ja, und falls ihr euch wundert, wir haben einen Karton bekommen von Surfschule hier, damit wir ein Surfboard verschicken können. Nicht, dass ihr denkt, dass wir immer so rumfahren. Ja, Kate, ich habe erzählt, warum hier so viele Schildkröte sind. Ja. Ja, und du bist noch immer am Essen. Ich bin noch immer am Essen. Ja. Klar. Ja, schön, ne? Und gefällt uns auch richtig gut hier. Nur, dass hier ein bisschen mehr windet und staubt, ne? Wie auf den anderen Platz. Es staubt schon länger. Ja. Aber dann geht's auch. Was? Moskitos. Moskitos, viele Moskitos. Gestern Abend richtig viele Moskitos. Ja. Ja, also es gibt so ein paar Punkte, dass uns sagt, okay, lass uns heute Abend auch schnell weiterfahren. Und der Wind geht weg. Und der Wind geht auch weg. Dann geht's vor uns Richtung Patras Drepano. Ja. Spot, ja. Aber erfährt ihr dann? Nächste Woche. Genau, nächste Woche, weil die Woche, so schnell geht's, ist schon wieder zu Ende. Ja. Also, bis dahin. Bis dahin, mach's gut.
Tag, tag. Doei, doei.